Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer weiteren Runde Transformers Fall Session. Der Multiplayer. Wir spielen auf Sewers, weil Sewers eine geile Karte ist. Ah, da kann ich wieder mit meinen Klassen spielen. Wir sind immer noch in Operation Prime. Oh, Leute, und jetzt habe ich's. Leute, das ist doch der perfekte Name. So, wir waren ja beim letzten Mal hier, außer mal abgesehen davon, dass wir schlecht gespielt haben, waren wir dabei, unser Transformer-Spiel zu entwerfen. Wir machen das Transformer-Game. Oh, Steve ist wieder bei mir, Steve aus Long Island. Yeah, der ist der Coolste. Wir waren dabei, unser Transformers-Spiel zu machen und wir nennen es Transformers... Warte, jetzt habe ich es vergessen. Mission Prime, glaube ich, hat man gerade. Ja, auch Mission Prime, das klingt ganz cool. Und es geht darum, jetzt muss ich mir noch überlegen, um was es geht. Wir machen jetzt zusammen, wir sind jetzt die Highmoon Studios und wir machen jetzt neue Transformers, bevor die wieder sowas wie Rise of the Darkest Mark raushauen. Machen wir jetzt lieber unser eigenes. So, um was geht's in unserem Transformers? Ich muss kurz überlegen. Ich glaube, wir nehmen den Titan. Also wir spielen hier mit dem Titan, ihr kennt ja... Operation Prime, so war das. Es geht darum, ja, yeah, ey Leute, ich denke mir echt gerade so eine Handlung aus. Irgendwie, ich weiß nicht wie, irgendein Prime oder so, warte, welche Prime kenne ich denn außer Optimus? Ich kenne nur Zeta Prime und Beta Prime. Ihr erinnert euch noch an Beta Prime, hoffentlich. Die gab's ja, zumindestens. Also, jetzt nicht Optimus, aber die anderen Primes. Und meine Handlung ist jetzt, dass einer von den Primes, ich weiß nicht wieso, irgendwie auf den Planeten Erde hier kommt. Das ist unsere Grundthematik. So, kommst du bitte? Ich habe hier ein fettes MG und da steht dein Name drauf. Hallo. Treffen musst du. Oh, okay, hat getroffen. Ah, das war dumm, aber egal. Einer war erwischt. Oh, Bios. Oh, was ist mit Steve? Steve, hast du noch einen? Was ist mit dir? Und unser Transformspiel beginnt, dass ein Prime... Nee, dass die Überreste eines Primes auf der Erde landen. Der Prime, der wurde zerstört und du weißt nicht, wodurch. Und dann kommt da irgend so ein cooler, krasser Twist, Mann. Irgendeine merkwürdige andere Transformer-Rasse war das, weiß nicht. Irgendwas so wie ein Sektobots oder sowas. Und die war das dann. Ey, Leute. Wer wird das kickstarten? Ey, Leute. Bitte Geld schicken an MC Muffix, okay? Keine Sicherung hier, dass das Spiel wirklich kommt, aber einfach mal Geld schicken, okay? Kein Ding. So, ich mach die gerade voll fertig mit dem Energon Harvester. Das ist aber auch eine geile Waffe. Oh oh, das ist nicht so geil. Schütz mich, Schild! Ich hab den nicht erwischt, Mann! Mit so 20 Leben noch. Oh, Steve, was ist mit dir los? Ich glaube, Steve ist gar nicht drin. Ich hab den noch gar nicht gesehen. Bist du Steve? Nee, du bist einfach Decepticon. Nee, ich glaube, das ist Steve aus Long... Oder warte. Nee, wir haben jemanden, der Decepticon heißt. Schade, ich dachte, das wäre Steve aus Long Island. Was sollen wir ohne Steve aus Long Island machen? Obwohl, wir machen die Gegner auch so ganz schwierig. So, warte mal. Lass mich da mal vor. Ja, komm, schieß auf mich. So, ich glaube, ich nehme mir aber danach auch den... es ist dumm eigentlich. Ich würde am liebsten drei Waffen mit der Klasse haben, weil die hat... Die Waffen, finde ich, hier mit dem Titan sind schon eigentlich die Geisten. Oh, nee. Ah, komm. Ah, ja, den noch. Was? Hat er mich noch getötet? Nicht schlecht. Doch, Steve! Steve! Ah, oh, jetzt kommt Steve aus Long Island, jetzt haben wir gewonnen. Oder war das denn ein Gegnerteam? Hat er mich getötet? Ach, ich weiß es noch nicht. Verwirrt mich gerade echt. Sorry, ich muss da mal ran. Dankeschön. So, ich muss mich konzentrieren hier. Oh, sorry, wir können nicht über unser neues cooles Transformer-Game reden. Egal. Wir machen es so. Erstmal lassen wir sicherlich Edge of Reality dran. sonst kann die tun wir ganz weit weg machen. Sagen extra, was machen wir? Machen wir so, wie es Edge of Reality, machen wir es genau das Gegenteil, so wie Edge of Realities machen wollte. So. Dann haben wir schon mal keinen Rise of the Darkspark. Ach komm, ich will das Spiel ja nicht haten. Ich hatte damit meinen Spaß. Es war mal abgesehen davon, dass es total verbuggt war. Und immer noch verbuggt ist. Und scheinbar keiner Bock hat, es zu patchen. Sonst würde ich es gerne wieder aufnehmen. Ja, erstens, das allererste, was ich mache, wenn ich Transformer Game mache. Host-Migration abschaffen, Leute. Ich weiß, dass Server mehr kosten. Ich weiß es, Leute. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass es nicht besser ist. Und ich meine jetzt, wenn Transformer-Spiele, die verkaufen sich ja gar nicht mal schlecht. Also
Sowas, ich glaube, die haben sich zusammen so schon knapp 1,52 Millionen Mal verkauft. Können jetzt vielleicht auch was dazu sagen. Und ich meine, das kann ja nicht so schwer sein, die Horst-Migration nach, Leute. Wir sind eigentlich ganz gut dafür. Also auf der Karte ist aber auch der Zerstörer, ich glaube, es ist der Zerstörer auch wirklich richtig geil, weil es ist eine enge Karte. Mit den Waffen kann man hier richtig schön reinhauen. Ja. Und wo waren wir? Ach ja, wir waren hier bei unserem Spiel. Also es geht darum, dass die Überreste eines Primes auf der Erde gefunden werden. Ist schon mal eine geile Grundthematik. Am besten vom Beta Prime. Ich liebe diesen Namen immer noch so. Jetzt geht auf mich drauf, Mann. Ich kann euch nicht töten, wenn ihr nicht bei mir seid. Ihr seid alle so still. Ich bugge. Was ist denn? Achso, mein Schild hat mich gerade davon abgehalten, vorzulaufen. Ey, der. Hä? Was? Der leckt sich da. Entweder leckt sich oder er cheatet sich durch die Gegend. Oh, ich dachte, jetzt wäre hier. Dings Haus mit jetzt an. So, Leute, ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir dann erstmal hier die Ausführung von unserem coolen Spiel haben. Das Schild war vielleicht auch nicht so geil platziert, aber egal. Ach komm, mach doch keine Drohne, Mann. Keine Drohne. So, das macht man nicht, denn dann verliert dein Team. Bam, Level 17. So geht's. Ach, Leute, wir gehen jede Runde einen Schritt weiter in Richtung Prime-Modo. So, und beim nächsten Mal reden wir dann wieder über unser merkwürdiges Spiel. So, wir haben 12 Abschüsse und 4 Assists und 5 mal gestorben. Passt ja wie beim besten Spiel, oder? Ja, war mal. Ich würde sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns wieder mit Transformers. Bis dahin, haut rein. Ciao.